Katja Burkhardt ist außer sich vor Begeisterung. Ihr Gesicht verrät leider nichts davon. Da ist nämlich viel zu viel Botox drin. Aber trotzdem, RTLs Promomaschine läuft auf Hochtouren. Denn bald startet die neue Staffel. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Die wieviel das ist? Ganz ehrlich, ich war zu faul, das zu recherchieren. Und es ist auch voll egal. Katja weiß das bestimmt auch nicht. Und da steht sie nun. Dauergewellt im sonnengelben Vorhof zur Hölle, dem RTL.12-Studio. Ja, und sie kämpft. Sie lispelt sich wacker von Beitrag zu Beitrag nach dem total rührenden Heiratsantrag in einer amerikanischen Mall und den neuesten Selfie-Sticks. Ja, stöckelt sie endlich rüber in die Dschungeldeko, in ihrer Greenbox. RTL dreht alles in dieser Greenbox. Die Nachrichten, den Klatsch, den Boulevard. Frau Ludewig gebar sogar beide Töchter direkt vor Ort. Heilige Hallen also. Katjas schnarrende Stimme überschlägt sich leicht, als sie Jörn Schlönvogt anmoderiert. Der ist nämlich in der neuen Staffel dabei. Name sagt mir gerade nichts, aber als ich das geföhnte Gesicht sehe, weiß ich, einer von GZSZ. Der putzige Darsteller lächelt debil, während er das vorgefertigte Gespräch mit Katja Burkhardt herunterspult. Er wolle nämlich mal alle seine Mitkandidaten vorstellen. Na gut, sehr gerne. Rolf Scheider ist dabei, bekannt durch Germany's Next Topmodel. Da flog er dann raus und macht seitdem belangloses Zeug bei Sat.1. RTL nimmt ihn gerne, wenn neueste Gerüchte über Heidi Klum besprochen werden müssen und die dann einen Heidi-Insider brauchen. Frau Burkhardt verzieht ihr pralles Gesicht. Es soll wohlwollende Zuneigung generieren. Ach, der Rolfe! Endlich wieder ein Schwuli zum Liebhaben. Dann Walter Freiwald. Dieser Der-Preis-ist-heiß-Ansager, den kenne ich noch. Der feiste Sidekick von Harry Weinfurt, damals in den 90ern. Der braucht Geld. Mit 60 ist Herr Freiwald der Dschungeloper und sein Camp-Dasein entwickelt sich bestimmt tragisch. Wird Freiwald zum Freiwild? Ein verbittertes Ex-TV-Gesicht, das nach den großen Gameshow-Zeiten ins Home-Shopping abrutschte und momentan gänzlich ohne Job dahin schwappt. Was Benjamin Boyce gerade macht, keine Ahnung, noch einer aus den 90ern, war damals Sänger in der Boygroup Caught in the Act. Langweilig. Interessiert mich null. Weiter. Ach Gott. Lindenstraßenschauspielerin Rebecca Simonei-Barum. Der habe ich in den letzten 22 Jahren als Iffi bei der Vervierfachung ihres Gewichts zuschauen dürfen. Weiter. Was lächelt denn da für ein blonder Shakira-Verschnitt in die Kamera? Noch nie gesehen. Ach Gott, bestimmt eine vom Bachelor. Titten müssen ja sein. Und richtig, Angelina Heger heißt sie und schaffte es bei besagter Peinlich-Parade der Bachelor sogar bis ins Finale. Wow. Katja Burkhardt zischt verzückt das Wort aller Worte. Thexy Hexy. Tanja Tischewitsch mimt die andere, die brünette Busenbombe. War mal bei Deutschland sucht den Superstar, verdreht der K1 den Kopf und Frau Burkhardt vollends die Zunge. Ein Opfer. Ich erwarte OP-Beichten und Fummelei im Waschteich. Bestimmt mit der Blonden. Ach, zu früh gefreut. Keine heiße Lesben-Erotik. Schnell gesellt sich nämlich noch ein männliches Pendant dazu. Aurelio Savina. Noch nie gehört, noch nie gesehen. Ein tätowiertes, markiges Herrenmodell war mal Kandidat bei Die Bachelorette. Ein Stricher also. Endlich erscheint wieder ein Gesicht, das ich kenne. Sarah Kulka. Prollschlampe und Ex-Germany's Next Topmodel-Kandidatin. Außerdem hatte sie wohl bereits einen Mega-Zickenzopf mit der amtierenden Dschungelkönigin Melanie Müller. Musste ja sein. Die Bild braucht Schlagzeilen. Und als ob es nicht schon genug Gameshow-Mumien wären, hüpft auf einmal Maren Gilzer durchs Bild. Mist, die war doch gerade so schön verschwunden. Sie wird als Dschungelmutti bestimmt verzweifelt Buchstaben zum Umdrehen suchen und von den geilen Glücksrad-Gangbangs mit Frederik Meissner und Peter Bond schwärmen. Tragisch.
Ach, Hilfe, ich nehme alles wieder zurück. Katja Burkhardts Moderations-CV Jörn leitet holprig zur letzten Kandidatin über. Passt auf, die fleischgewordenste Tragik des deutschen Boulevards, Patricia Blanco. Applaus. Roberto Blancos verschmähte, alleingelassene Tochter. Der notgeile Grinseoper liefert sich ja seit Ewigkeiten eine dreckige Schlammschlacht mit Ex-Frau und Tochter. RTL berichtete und wird bestimmt alles nochmal aufberühmen. Es lebe das Archiv. Ich freue mich auf das überfällige Papa-Grabstimmig-Angeständnis und viele falsche Tränen. Dann kommt plötzlich mein Mann zur Tür herein und erzählt von seiner Hand im Hintern eines GZSZ-Schauspielers. War aber ein anderer als der, der da bei Katja Burkhardt rumsteht. Da zum Glück. Die ist übrigens auf einmal schon wieder zurück in der gelben Punkt 12 Hölle. Und es lohne sich dran zu bleiben, sagt sie. Denn nach der Werbung zeige sie mir die erste hauptberufliche Twerkerin der Welt. Die Freude ist groß. Guck auch meine anderen Videos, die sind genauso fantastisch wie das, was du gerade gesehen hast. Und zwar da, da, da und da. Ah.